Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sir hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Parfüm-Video. Heute mit den Top 10 Office-Düften. Ich muss natürlich als erstes zu meiner Verteidigung sagen, es war gar nicht so leicht, die 10 rauszufinden, weil ich gar nicht so viele Office-Düfte habe, die jetzt einfach danach schreien, hey, benutze mich im Office. Das ist einfach nicht so mein Vibe, denn die meisten Office-Düfte sind einfach super langweilig, schwach, inoffensive und ja, einfach langweilig. Finde ich jetzt nicht so toll. Ihr wisst, liebe Power-Düfte, die einfach ein Statement setzen und unique sind, und diese Office-Düfte sind eher alle so ein bisschen cremig, frisch, gepflegt, sauber und halt sehr hautnah. Bedeutet, sie haben wirklich nicht die beste Ausstrahlung. Gibt ein paar Ausnahmen. Die meisten Düfte, die ich hier drin habe, sind sogar gar nicht mal so schwach. Die sind sogar relativ stark. Aber diese ganzen Düfte sind natürlich jetzt nicht meine absoluten Favorites. Ich habe andere Favorites, aber als Parfüm-YouTuberin muss man natürlich mal so ein Office-Video machen. Das war ich euch schon lange schuldig. Wirklich. Und deswegen gibt es das jetzt. Und auf Platz Nummer 10 habe ich gepackt Secret One Shock for Her. Das ist jetzt eher so ein schwächerer Duft, aber der ist so schön. Der ist so schön. Der hat es auch fast in das Kuschelvideo reingeschafft. Parfüms zum Einschlafen, zum Kuscheln. Weil der war nicht weit entfernt. Ich sprühe ihn jetzt mal. So ein richtig frischer, girly, toller Duft. Aber der hält halt nicht lange. Der hält nur 6 Stunden. Und hat auch nicht die beste Siage, also perfekt fürs Office. Weil im Office willst du niemand mit deinem Duft auf die Nerven gehen. Du willst einfach gepflegt, sauber und professionell rüberkommen. Und das schafft der Duft. Der ist leicht fruchtig, bisschen bierig und der hat diese unique Klatschmohn-Note. Bisschen Moschus, ein bisschen Vanille. Und ja, schon das Secret One Shock. Beeren, Vanille, Moschus. Und diese unique Klatschmohn-Note. Leider sehr, sehr schwach der Duft. Aber perfekt fürs Office, wenn ihr was Süßes, Fruchtiges, Kuscheliges haben wollt. Weil ist einfach ein schöner Duft hier, der Secret One Shock Fire. In ein Office gehört unter anderem auch eine Boss Woman. Und zwar ist das natürlich Hugo Boss Alive. Ich sag nicht nur Bosswoman wegen Hugo Boss, es ist wirklich der Bosswoman-Duft. Wenn du so eine CEO-Bosswoman bist im Office, dann ist das dein Duft. Ich liebe den Duft tatsächlich. Den Duft liebe ich, weil er auch wieder Zimt enthält. Ich kann den Duft immer ganz super und schnell beschreiben. Feminine Süße mit maskulinen hölzernen Schleier. Feminine Süße, maskuline hölzerne Schleier. Weil du bekommst hier wirklich einen tollen Hugo Boss Apfel mit einem richtig schönen femininen Vanille und natürlich auch Jasmin. Alles im femininen Bereich, aber dann kommen die Hölzer. Hölzer und Zimt packt man öfters tatsächlich in die maskulinen Parfüms. In die Parfüms für die Männerwelt. Und einfach diese Kombination aus beiden, diese feminine Süße, die auf das hölzerne vom Mann trifft, das gibt so ein Paradox. Es ist einfach so ein geiler Duft. Ich weiß nicht, der ist stark, unabhängig. Klar, der ist natürlich auch ein bisschen süß. Können jetzt vielleicht die einen oder anderen sagen, hey, der ist viel zu süß fürs Office. Ja, der hat diese Ausstrahlung. Diese Boss-Woman-Ausstrahlung. Wenn du irgendwie so eine knallharte Verkäuferin bist, dann kannst du dieses Parfüm perfekt tragen. Weil das strahlt wirklich aus. Willensstärke, Power und ja, trotzdem noch diese feminine Süße. Einfach nur toll. Muss man mal gerochen haben, ich liebe es. Und dann mit dieser Prise Zimt. Die ist nicht so stark wie bei Angel Chair von Killian, was diesen Duft für mich so ein bisschen unbedeutend gemacht hat. Weil seitdem ich Angel Chair von Killian habe, weil ich liebe diese Zimtnoten, benutze ich die nicht mehr so oft. Weil jeder Zimt nicht so stark ist. Aber fürs Office wunderbar. Und dieser spritzige Hugo Boss Apfel. Wunderschön.
Also, wenn du eine Bosswoman bist und einfach eine starke Aura hast, auch im Office, Hugo Boss allein. Platz Nummer 8, Prada La Femme. Dieser Duft, der ist so seltsam, aber perfekt fürs Office. Ich finde echt seltsam den Duft. Ich habe versucht, mit dem anzufreuen. Ich habe auch den öfter getragen. Ich kann ihn immer nicht einschätzen. Es ist einfach ein Mysterium. Und mittlerweile würde ich einfach sagen, das ist der Duft. Der ist einfach mystisch. Oh mein Gott. Hier bekommst du einfach Bienenwachs. Hier ist Bienenwachs drin. So eine richtig wachsige Note. Dann mit Tuberose. So richtig schöne, unaufdringliche, feminine Blüten treffen auf diesen Bienenwachs. Und kommst so ein bisschen Vanille und Ylang-Ylang-Ylang-Ylang. Gibt so eine cremige Note. Das Parfüm ist sehr, sehr cremig und wachsig. Cremig-wachsig. Mit femininen Blumen und ein bisschen Vanille. Cremig-wachsig mit femininen Noten. Und Vanille. Kann man schwer beschreiben. Riecht wirklich ganz besonders. Na, Prada macht ja gute Fresh and Clean Düfte. Und dieser Duft ist auch sowas von fresh and clean, professionell auf eine ganz eigene Art und Weise. Wie gesagt, dieser Bienenwachs, durch dieses Wachsige wirkt der Duft sowas von mystisch. Als hättest du diesen Duft aus dem Aztekentempel geklaut und es war deren legendäres Artefakt und die vermissen das jetzt aus. Wirklich super mystisch. Mystisch, feminin. Und irgendwie auch sexy und gleichzeitig professionell und fresh and clean. Schafft nicht jeder Duft. Sehr schwer zu beschreiben, Prada La Femme hält 10 Stunden plus. Der hier übrigens auch. Und schon bei ein gutes Jahr tatsächlich. Ich zeige euch ja keine schlechten Office-Düfte, ich zeige euch nur das Beste vom Besten. Meiner Meinung nach. Auf Platz Nummer 7 haben wir von Yves Saint Laurent Libra. Dieser Duft, der geht einfach überall. Der geht für Dates, der geht für Party, der geht auch ins Office. Und Libra ist so ähnlich wie Hugo Boss Alive in der Hinsicht, dass es einfach eine starke Frau trägt. Eine Frau, die frei ist und weiß, was sie will. Die ist einfach stark. Sexy, verführerisch, professionell. So würde ich das beschreiben. Sexy, verführerisch, professionell. So ein bisschen riecht das wie so ein Chanel-Duft. Nur mit einem modernen, tollen Twist. Wirklich überhaupt nicht outdated, irgendwie schön. Hier ist so eine beruhigende Lavendelnote. Im Office, wo du die ganze Zeit vom Stress umgeben bist, Arbeit, Bürokratie, ne, irgendwelche Formulare da liegen hast. Da hilft dir die Lavendelnote, einen kühlen Kopf zu bewahren. Einfach die Ruhe zu bewahren. Du kannst hier noch eine schöne Orangenblüte, Mandarine, alles sehr frisch. Und dann so eine richtig sexy Vanille plus wieder Jasmin. Wunderschönes Parfüm. Blumig, vanillig, frisch, professionell und super vielseitig. Der geht einfach immer. Dieser Duft funktioniert einfach immer. Das ist toll bei dem. Hält auch 12 Stunden plus. Sillage. Ziemlich gut. Das ist schon ein starkes Sillage. Wie gesagt, zeige ich gute Düfte. Die können was. Auch im Office. Ach ja, übrigens, diesmal kein Delina. Delina hätte ich auch schon viel hier mit reinpacken können. Weil Delina kannst du auch im Office tragen. Prefer da mal Delina. Honorable Mention an der Stelle. Aber ich wollte echt nicht in jedem Video Delina drin haben. Weil hätte ich halt auch reinpacken können. Schon wieder. Und auf Platz Nummer 6 haben wir Versace Eros Parfum. Oder Parfum. Diesen Duft, ihr wisst das, ich habe letztens ein Review dazu gemacht, ich liebe ihn. Der ist jetzt nicht super besonders, aber macht das, was er soll, richtig cool. Das ist nicht so ein stinkend langweiliger Zitrusduft wie Light Blue, was einfach nur super erfrischend zitrisch ist. Nein, der hier ist professionell zitrisch, perfekt fürs Office. In einem Studio hieß es, die ich gelesen habe, dass zitrische Noten, besonders Grapefruit, gut, Grapefruit ist jetzt hier nicht drin, die Confidence boosten und deine Gedanken anregen. Das ist wie wenn du so einen Energy Drink trinkst, dann kriegst du erstmal so einen Power-Shoot.
Und mit zitrischen Noten ist das auch so. Und deswegen ist der Duft so toll. Der ist nicht so zitrisch in your face, der ist zitrisch, kuschelig, cremig. Denn auch wenn das Opening wieder sehr zitrisch ist, settelt sich das mit einem Jasminblumenschleier und Moschus. Der Duft ist super cremig und wird dann auch noch in diese blumige Jasminrichtung gehen. Was auch witzig ist, hier ist Zitronenblüte noch mit drin. Nein, nicht nur Orangenblüten, auch Zitronen. Und es ist einfach Zitronen-Overload. Aber gar nicht so Overload, wie man denkt. In dem Sinne, dass man bombardiert wird damit. Das ist definitiv nicht so. Also du bekommst wieder ein zitrisches, frisches Opening, was fürs Office angebracht ist, was auch nicht zu stark ist, weil der Duft hat kein gutes Sillage. Ist komplett inoffensive und nimmt jetzt eher so ein bisschen zitrische Bodylotion, Haarshampoo, der in diese Richtung geht. Das ist sehr cremig, sehr frisch. Einfach fresh and clean mit zitrischen Blooming Vibes. Voll schön. Versace Eros. Parfum. Oh, der Parfum. Ach so, die Haltbarkeit von Versace Eros Parfum oder Parfum ist nicht so gut. 6-7 Stunden höchstens. Im Gegensatz zum nächsten Kandidaten. Und zwar ist es von Narciso Rodriguez. Narciso Poudre. Das ist ein Parfüm. Pudrig, puschelig, feminin und weiß einfach. Ich kann es nicht anders im Wort fassen. Das ist so ein richtiger Kuschelduft. Einfach nur sexy, gepflegt, feminin, pudrig. Wenn der riecht einfach nur nach Moschus mit ein bisschen Jasmin, mit ein bisschen Vetiver. Aber vor allem bekommst du pudrigen Moschus auf eine ganz feminine, sexy Art und Weise. Und ein bisschen Rose schwingt auch mit, aber wie gesagt, der Fokus hier ist auf dem Pudrigen und natürlich auf dem Moschus. Ich meine, das Parfüm heißt schon Narciso Poudre. Natürlich ist ein pudriges, sexy Parfüm. Und das Parfüm ist einfach nur zum Verlieben, zum Kuscheln. Gepflegt. Wo passt es gut hin? Nicht nur ins Bett, sondern auch ins Office. Es ist einfach professionell feminin riecht. Damit offendest du niemanden. Damit hast du immer eine ganz besondere feminine Aura. Hält ewig der Duft wirklich 12 Stunden plus. Ich hatte das auf Kleidung gesprüht, konnte ihn nach 3-4 Tagen immer noch in die Kleidung riechen. Es ist einfach wie ein Powerhouse. Und ja, die ist so mittelmäßig. Halt perfekt fürs Office. Narciso Poudre von Narciso Rodriguez. Auf Platz Nummer 4 habe ich von Omerta Couture Cat. Das ist ein Dupe von J'adore. Nicht ein 100%iger Dupe, aber geht halt in die J'adore-Richtung. Und, oh Gott, das ist auch so ein geiles Parfüm. Es riecht so ein bisschen nach Champagner. Champagner gemischt mit Seife. Mit einer richtig krassen Luxusseife. Kommt hier wirklich wieder Jasmin, Moschus und halt Chapaca. Was für mich so ein bisschen Champagner-Vibes hat. Ich weiß nicht. Pflaume ist hier noch drin und weiß nicht. Stell dir einfach vor, so eine richtig krasse Luxusseife gemischt mit Champagner. Und nein, das riecht jetzt nicht alkoholisch. Aber es riecht für mich nach Champagner mit Luxusseife. Super professionell, super fresh and clean. Und irgendwie auch sexy. Cremig, sexy, frisch. Professionell, perfekt fürs Office. Hat eine mittelmäßige Sillage, mittelmäßige Haltbarkeit. Vollkommen in Ordnung, so 6-7 Stunden hält das Ding. Klar, J'adore hält natürlich länger. Aber J'adore hat auch ein paar andere Duftnoten tatsächlich. Also ist jetzt kein 100% Dupe. Und J'adore habe ich leider nicht. Also Shoutouts auch an J'adore. J'adore passt auch super gut ins Office von Dior. Aber ja, ich habe dieses gute Ding von Omerta und ich bin auch sehr glücklich damit. Luxusseife mit Champagner. Auf eine ganz elegante Art und Weise. I love it. Omerta. Couture Cat. So ihr Lieben, Platz Nummer 3. Luxury for Women. Fun Fact, eins meiner ersten Parfüms
Weil das war runtergesetzt bei Amazon. Ich dachte mir so, yo, Luxus für einen geringen Preis, nehme ich. Und naja, dann habe ich gemerkt, dass es nicht so mein Duft ist. Aber wisst ihr, wo der Duft perfekt ist? Im Office. Und zwar ist das diese wunderschöne Flasche, ja. Passt wirklich perfekt ins Office. Ich sag euch auch warum. Weil der Duft einfach schreit: Hey, ich bin ein Office-Duft. Ich bin für nichts anderes gut außer im Office. Das ist einfach so. Der Duft ist wirklich super professionell, cremig, sauber, frisch gepflegt, wie so eine ganz krasse Bodylotion, die ultra teuer ist. So riecht das. Dieser Duft riecht einfach nach Geld. Kann ich nicht anders sagen. Nach Geld in dem Sinne, weil es nach einer ultra teuren Bodylotion riecht. Voll krass. Echt. Ich könnte mir nicht vorstellen, Duft irgendwo anders zu tragen als im Office. Mit so einem blumigen Ton, leichten Vanilleton noch. Aber hauptsächlich bekommst du hier wirklich cremige und saubere Noten. Wirklich. Es riecht einfach wie so ein Luxuscreme. Und der Duft hält 10 Stunden plus. Mindestens 10 Stunden. Das ist ein Powerhouse. Und der kostet echt nicht viel. Luxury for Women von New Brand heißt der. Der kostet wirklich nicht viel. Und ich finde, das, was er macht, macht er gut. Ist mir nur leider mal hingefallen. Ich muss ja auch mal zu meinen Fehlern stehen. Der hat jetzt hier so einen blöden Riss. Seht ihr das? Ist kaputt gegangen. Ja. Kann ich jetzt auch abheben. Ah, naja. Also, das war mein Fehler, wenn es hier so ein bisschen kaputt ausschaut. Den habe ich nämlich ein bisschen demoliert, leider. Beim Putzen. Aber, wie gesagt, wunderschön für das Office, wenn du einfach nur gepflegt, sauber rüberkommen möchtest. Kommen wir nun zu Platz Nummer 2. Ist auch so ein reiner Office-Duft. Eigentlich die Top 3 benutze ich lediglich nur im Office. Und zwar ist es von Larif. Pearl Woman. So sieht das Ganze aus. Und riecht auch nur gepflegt. Mit Moschus. Mit ein paar spritzigen Noten kriegst du am Anfang Bergamot, ein bisschen Zitrone und dann endet das so ein bisschen in so einem sauberen Mischmasch aus Sandelholz, Moschus und Maiglöckchen. Wirklich sehr blumig riecht das Ganze. Und naja, am Anfang kriegst du halt diese spritzigen Noten, aber das ist einfach so ein gepflegter, sauberer, cremiger Moschus-Office-Duft, finde ich. Und naja, fürs Office sowas ganz cool, aber persönlich bin ich nicht so ein Fangirl davon, aber es passt halt perfekt ins Office. Hält 7 Stunden, in Ordnung, Siage ist unteres Mittelmaß, könnte besser sein, aber wie gesagt, fürs Office vollkommen ausreichend. Und die Flasche, dieser Flakon, der ist so schön, mit so einem Swarovski-Stein, einfach wunderschön. Aber jetzt mein Fall ist es halt nicht, wie gesagt, ich bin nicht so das Office-Girl. Aber wenn ihr einen Moschusduft haben wollt, der blumig, frisch und cremig ist, finde ich das auf jeden Fall eine wunderschöne Wahl. Larif, Pearl Woman. Und auf Platz Nummer 1, ihr kennt ihn mittlerweile, und zwar ist es von Amaf, Club de Nuit Woman. Und zwar ist es ein Dupe zu Chanel. Coco Mademoiselle. Und das ist für mich einfach der Office-Duft schlechthin. Auch so ein bisschen Boss-Woman-mäßig. Frisch, seifig, aber hat eben halt auch noch so einen lustigen Kontrast. Nämlich eine richtig dunkle Patchouli-Note. Das Patchouli drin, das Vetiver drin. Beides sehr dunkle Noten. Patchouli ist dunkelerdig. Vetiver ist so ein bisschen rauchig. Und naja. Das aber gemischt mit spritziger Orange, mit Jasmin, mit Rose, mit Litchi, mit diesen ganzen femininen, uplifting Sachen ergibt halt so einen frischen, tollen Office-Seifenduft. Da ist auch noch Moschus drin, ein bisschen Vanille. Aber wie gesagt, der ist einfach cremig, bisschen fruchtig und sonst fresh and clean. Auch hier wieder, wie so eine ganz teure Luxusseife. Wenn du in so einem Luxushotel bist, ganz teure Seife gestellt bekommst,
So riecht der Duft wirklich. Du fühlst dich verzaubert. Als hättest du irgendwie 1 Million Euro im Lotto gewonnen. So riecht der Duft. Als wärst du plötzlich 2 Klassen aufgestiegen und bist irgendwie so Multimillionärin. Ich finde, das passt sehr gut ins Office. Für diese Vibes, die der Duft ausstrahlt. Kann eine Bosswoman sein. Kann auch einfach eine starke Frau tragen. Kann auch eine Frau tragen, die einfach frisch und sauber rüberkommen möchte und trotzdem noch so einen Twist haben möchte. Wie gesagt, diese Patchouli und Vetiver-Note, die fallen schon tatsächlich ziemlich auf. Steht schon ein bisschen raus. Und deswegen gibt es auch ein paar Leute, die das Parfüm nicht mögen, weil es schon sehr dominant ist. Aber ja, overall ist es wieder so ein anderer Fresh and Clean Luxusduft. Das Witzige bei dem Duft ist, der hält 20 Stunden plus, absolutes Powerhouse und hat auch eine krasse Sillage. Also wenn du irgendwie Überstunden machen musst, paar viele Überstunden, dieser Duft lässt dich nie im Stich. 20 Stunden Power im Office. Und ihr Lieben, das war's. Das waren meine Top 10 Office-Düfte. Welches sind eure Lieblings-Office-Düfte? Schreibt es gerne in den Kommentar. Wie gesagt, die Lina hätte ich auch reinpacken können. Aber mich jetzt dagegen entschieden. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!